Hallo zusammen und willkommen bei No Man's Sky an diesem wunderschönen Samstag. Und ich habe die Taste auch wieder gefunden. Es ist die Y-Taste, da ich meine tragbare Raffinerie bauen kann. Die Metallplatten haben wir hergestellt und ich platziere die hier gleich bei meinem Raumschiff. Die ist hier. Gut, passt. Und dann müssen wir nachher schauen, wie wir die Ganzes platzieren. Ich möchte ja chromatisches Metall herstellen. Dann gehen wir hier ins E rein, laden hier das Ganze mal auf, rein, nehmen unser Kupfer. Habe ich jetzt das? Ah, hier ist das Kupfer. Rein platzieren. Wir brauchen nur 30. Wir machen hier gleich wieder mal 100 und das Ganze starten. Geht 34 Sekunden, passt. Und heute schauen wir, dass wir die Folge auch nur 30 Minuten machen. Versprechen kann ich aber nichts. Wenn mich der Spieler wieder so fesselt, dann ist es so. Gut, noch 15 Sekunden. Ich habe gesehen, dass wir hier auch schon etwas anderes noch freigeschaltet haben. Zeige ich euch gleich. Das habe ich beim Suchen schnell gemacht, wie ich die tragbare Raffinerie wieder herstellen kann. Und wir haben unser chromisches Material hergestellt. Müsste ich wahrscheinlich nur noch einmal hier in unser Lager reinnehmen. Und das Kupfer nehmen wir auch wieder rein. Und der Basic-Computer markiert einen Ort zum Bauen. Finde einen geeigneten Ort und setze den Basic-Computer ein. Rufe mit Y das Menü auf. Hier ist es stark am Vibrieren. Ich möchte irgendwie einen anderen Planeten suchen. Jetzt möchte ich mit euch noch einmal schnell schauen, ob wir da wieder etwas entdeckt haben. Wir haben da eine Flora-Tiere entdeckt. Wir haben nichts Neues entdeckt. Wir gehen hier wieder rein mit der Escape-Taste. Gut, hier haben wir etwas so Pflanzen entdeckt. Ah, grüner Pilz. Hier kann ich jetzt umbenennen. Ups. Und das sagen hier grüner. Mein Ü geht nicht. Grüner Gift. Pilz. Ha. Akzeptieren. Und da bekomme ich noch irgendwo wieder Punkte. Hier habe ich keine Namen dafür. Wir gehen wieder bei der Entdeckung rein. Wir haben noch Mineralien. Wo wir wieder ganz viel entdeckt haben. Da hat der andere alles nicht entdeckt, ne? Ja, sind jetzt aber auch nicht spezielle. Schwarzes Gold. Schwarzes. Ja, wir machen jetzt einfach mal umbenennen. Ja, so viel X wollte ich gar nicht schreiben. Hybrid. Schwarzes Hybrid. Ups, und die Delete-Taste. Hüt. So, jetzt sollte es passen. Gut, und machen das Ganze akzeptieren und bekommen dafür noch Punkte. Dann können wir das, glaube ich, wieder irgendwo hochladen. Hier habe ich da wieder hochgeladen. Und das gibt auch wieder Punkte. 24 Nanit erhalten. Hier haben wir Nanit. Mal schauen, was wir dann damit machen können. Wir packen das Material hier hinein. Muss ich das noch zuerst einpacken? Ne, ich muss die andere aufnehmen. Wir gehen in unser Schiff hinein. Gut, dann machen wir W zum
ich genügend Treibstoff. Zum Verlassen E drücken. Einen Moment schnell, die Tab-Taste. Raumschiff. Ah, hier müssen wir Raumschiff. Raumschiff Starter, Treibstoff oder Uran. Dann machen wir den. Dann machen wir hier den Treibstoff. Wir gehen hier rein. Und gehen hier und sagen. Dann müssen wir das Gelee zuerst herstellen. Das Gelee. Einen. Ich habe zu wenig Platz. Dann müssen wir einen Übertrag machen. Falsche Taste. Ja, die muss ich noch im Griff bekommen. So. Wir haben ein Gelee, das können wir doch exportieren. Schnellübertragung X. Gut, dann haben wir wieder Platz hier. Die Tab-Taste, einmal zu viel gedrückt. Nicht das Raumschiff, sondern X-Anzug. Machen hier das Metallplatte. Haben wir auch. Dann, den möchte ich noch. Strahlungsschutzmodul haben wir noch entdeckt. Dann machen wir hier X. Übertrag. Was ist das hier? Im Schiff haben wir noch genügend Platz. So. Jetzt haben wir das Schuh. Hier brauchen wir nochmal die Wasserstoff. Die Wasserstoff brauchen wir. Das heißt wieder aufsteigen. Das war E. Und scannen einmal. Und das war, glaube ich, das H. Das H ist hier gleich in der Nähe. Und baue das Ganze mal hier ab. Damit wir hier auf einen neuen Planeten kommen und etwas Neues entdecken können. Oh, ich bin schon wieder im roten Bereich. Ein Kristallfragment habe ich gefunden. So, das sollte uns reichen. Wir müssten ja 40 haben. Und du bist schon dabei und habe dich entnommen. So, unser Schiff da unten. Ah, herstellen. Einmal. Dieses hier. Und dann gehen wir in unsere strahlende Säule. Und Tab und sagen hier einmal aufladen. Und dann nehmen wir das hier noch. Das sollte so reichen, oder? Ich kann ihm noch nicht abfliegen. Wir steigen nochmals aus, steigen nochmals ein. Dann war es die W-Taste. Okay. Bin oben. Wir gehen hier wieder in die Galaxie hinein. Hier hat es einen Stern, den visieren wir mal an. Ein bisschen nach unten. Und wie schnell geht. Wohin gehe ich denn überhaupt? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal in eine andere Galaxie. Schauen, dass sie noch unentdeckt ist. Und bauen da unser Basiscomputer auf. Jetzt hat er wahrscheinlich kein Ziel. Es war bremsen. Treibstoffenergie. Die Frage ist, wie weit das jetzt das weg ist, ne? Ui. Okay, hier kann ich noch schießen. Gehen wir hier mal ein bisschen nach vorne. Ja, hier muss ich wahrscheinlich. Gibt es auch etwas? Silber. Cool. Kann ich das auch scannen? Das Scannen geht nicht.
Ups, Überhitzung. Bin ich kaputt, ne? Ja, ich glaube, da kann ich nicht einfach so aus den Steinen herauskommen. Die Frage ist, wohin, dass ich jetzt gehe. Wohnprogramm wird gestartet. Ja, ja, schon klar. Tiritium. Da möchte ich nicht reinfliegen. So. Wo ist da ein Planet in der Nähe? Hier ist keiner, hier ist nur Geröll. Ah, hier ist ein Stern. Wir versuchen. War ich jetzt da gerade? Hier war ich ja gerade. Dann gehen wir mal zu diesem Planeten hier. Radioaktiver Cheese. Okay. Mal schauen, was es hier gibt. Da gibt es Gamma-Wurzel, Kupfer, Uran und Salz. Irgendwie kommt der nicht näher. Doch, 13, 12, 11. Gut. Müssen wir ja nicht. Haltet der? Oh, oh, oh. Achso. Jetzt hatte ich schon Angst und habe die S-Taste gedrückt. Dann gehen wir hier mal nach unten. Müssen ja nicht genau da landen, wo unser Kollege gelandet ist. Temperatur zeigt es noch nichts an. Energie. In der Atmosphäre drin. Gut. Mal das Raumschiff ausrichten. Und landen war L, glaube F. Nee, 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 nee. So. Ja, eh. Ja. Strahlung extern. Da steige ich mal aus. Musch. Entstehungs. Okay. Können wir da gleich noch mehr abscannen? Was gibt ihr jetzt her? Kohlenstoff, Sauerstoff. Eine große Pflanze. Aber geht nichts her, ne? Oh. Hab ich doch etwas jetzt gebissen, oder? Oh. Das ist ein Viech, das mich angreift. Toll. Kommt wieder zu mir. Super. Ich wollte doch einsteigen. Wir steigen da ein bisschen hoch. Gehen da ein bisschen. Hier. Ist das auch, oder ist doch auch feindlich, ne? Ja, dann landen wir mal hier. Ups. E. Hier auf dem Kopf. Gut. E aussteigen. Hier ist es gerade ruhig von den Tieren her. Wir scannen da mal direkt was. Ah, der hat Salz.
Gut, haben wir mal Salz entdeckt. Oh, hier unten. Oh no. Okay, der ist schon beschrieben, ne? Der hat er auch schon entdeckt. Oh. Noch nicht identifiziert. Nehmen wir. Gibt noch Kohlenstoff. Aber ich habe vorher gar nicht geschaut, wie viel noch. Ah, 56, immerhin. Die kann ich in dem Fall nicht abbauen. Ach so. Sind die friedlich? Ja. Gut. Ja, das ist auch noch etwas. Das giftig gerade? Ne. Gamma-Gras ist friedlich. Ist auch friedlich. Hier ist alles gerade friedlich. Aber die Wurzel machen wir jetzt da hoch. Ja, der ist ein Giftpilz, so ist etwas, ne? Ja. So, das ist weg. Ja, ah doch, das ist friedlich. Sieht aber eher aus wie ein Monster. Eieiei. Kann ich nicht füttern? Ja, da braucht es immer so die blöde Kugeln da. Ah, da habe ich noch nicht. Was ist denn das hier? Sauerstoff und Salz, okay. Haben wir auch mal entnommen. Kohlenstoff. Das hier sieht auch speziell aus. Balbus. Ah, gibt wenigstens mal wieder Ferrit. Oh, die habe ich noch nicht analysiert. Die sehen alle gleich aus, aber irgendwie alle unterschiedlich, ne? Die hatte ich auch noch nicht, oder? Ja. Und kaputt. Nehmen wir mal noch was in die Höhe. Hab ich gut. Auch neu entdeckt. Ja, hier hat es viele Sachen, die ich gerade neu entdecke. Ups, Strahlungsschutz. Ja gut, da war jetzt noch bei 49. Gut, alles wieder mal aufgeladen. Hier ist es ja von den Temperaturen her 14,6. Ich weiß aber nicht, ob ich hier gerade das aufbauen möchte. Gut, wo? Da kann ich noch nicht nehmen. Wo ist unser Raumschiff? 200 kommen wir laufend im Weg. Wo war jetzt das? Ah, hier hinten. Gehen wir zu Fuß. Oh,
Oh, hier hat es noch Mineralien. Mal wieder mal scannen. Ah, ein großes. Ist das ein großes Natriumvorkommen? Wenn ich jetzt da schon dran bin und da nicht. Oh. Haben wir jetzt auch gescannt. Hier kannst du so viel scannen und keine Ahnung was. Sauerstoff, X-Anzugsystem, Booster, okay. Wo ist jetzt? Ja, ja. Gehen wir nochmal da unten, sammeln gleich die Sachen hier, das Natrium ein. Natriumpflanze, da gibt es gerade genügend. Sprint aufgebraucht, ja. Komm hoch. Kaufe Ausdauer-Upgrade. Ja, wir sind gleich da. Ich habe ihn schon gescannt. Fliegen die alle dorthin? Nee, fliegen vorbei. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da hochkomme. Hier hat es nochmal. Oh, da ist doch das Scheißviechchen. Nee, es ist freundlich. Kohlenstoff ist so groß. Wahrscheinlich ist jetzt bald wieder meine Kapazität dann voll. Und das Raumschiff zu weit weg. Ah. Durchsuchen. Alles mitnehmen. Gut. Dankeschön. Macht nichts, okay. Was war jetzt das? Der war der hier. Und tschüss. Strahlungsschutz nimmt ab, okay. Genau. Das ist kaputt, ne? Egal. Gut, hier hat es leider zu hoch kommen. Schauen wir uns diesen Ort an. Einen Moment, ich muss schnell etwas überprüfen. So, bin wieder da. Schnell die Zeit prüfen, wie weit das wir sind. Oh, ich muss doch da wieder. Bin ich da auch gleich mit dem Jetpack hoch? Oh. Ja. Gut, wir schauen schon an. Hallo? Verkäufer, was verkaufst denn du? Pilat. Pilltag, Verkäuferkeck. Das ist die Sprache, die man irgendwie lernen kann. Der Gag scheint in seinen Hörer und klingt gereizt und wichtig tourisch. Er scheint wegen irgendeines Gefühls zornig zu sein. Um Hilfe mit dem Dialekt bitten, Sprachfähigkeit üben. Komm. Verkäuferkeck, Elektro plappert ein Glücksgeräusch aus.
Die Lebensform neigt den Kopf und lauscht. Ich versuche, ein Passwort zu finden. Zukunft-Gag, komm. Verkäufer-Gag scheint Angst davor zu haben, mit diesem Wort konfrontiert zu werden. Die Lebensform bietet mir ein Geschenk an. Der genaue Gedankengang dahinter bleibt mir verborgen. Ja, das ist jetzt cool, ne? Oh, super. Ja, dann rede mal mit diesem hier. Ja, verstehe ich auch nicht. Jetzt machen wir das mal so. Von wenigen Worten darzustellen scheint, was ich lernen möchte. Freundschaftssymbol, Technologiesymbol, Gag-Symbol. Komm. Du hast das Wort Freund gelernt. Okay. Wenn ich den wieder anrede, kommt das Wort Freund. Voll. Wir versuchen nochmals mit der Sprachfähigkeit üben. Und gehen da mal rein. Oh oh. Ja, nicht gut. Sorry. Ah, Freund. Jetzt ist es grün. Okay, ich habe das Wort Freund ja gelernt. Machen wir das mal so. Schufter-Gag lappert und stößt einen zarten Duft aus. Das Symbol in meinen Verstand überträgt. Freundschaftssymbol. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Gut. Hier habe ich andere Tiere. Ne. Auch der wieder. Holt ein Tablet hervor, als hätte der Alien schon auf diesen Moment gewartet. Er zeigt mir einen Auswahl von Symbolen, die jeweils ein Gagwort darstellt, das ich erlernen möchte. Ein Freundschaftssymbol. Ja, das nehme ich jetzt mal nicht. Ein Handelssymbol. Ich habe das Wort Handel gelernt. Gut. Dann rede ich mit dir mal. Möchte ich hier auch um Hilfe bieten. Und ich möchte reißender Symbol lernen. Ich habe das Wort finden erlernt. Gut. Wow. Der hat ja eine Maschine hier. Wort erlernt. 5. Anfänger. Raumschiff rufen. Ja, das ist cool. So, hast du auch noch etwas zum Erlernen? Der Händler ist offenbar aufgeregt, als ich mich ihm näherte. Er pickte auf seine Liste der Fracht, mit denen er seinen Frachtraum beladen ist. Er stellt klar, dass auch das Raumschiff verkäuflich ist. Mache ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. Mal schauen, was da kommt. Klasse C. Raumschiff-Inventar vergleichen. 4.900. Boah, 4,9 Millionen. Eins ablehnen, sorry. Hab kein Geld. Aber ich habe das Kisten. Oh ja, stimmt. Und ich habe mein Schiff nicht rufen. Also. Ja, Strahlungsschutz nimmt ab. Wir gehen hier einmal hoch. Laden hier einmal alles auf. Und dann sind wir finish für die nächste Reihe. Morgen ist Sonntag. Morgen kein No Man's Sky. Dafür am nächsten Montag bis Samstag wieder. Lasst einen Daumen hoch, abonniert
die Playlist, den Kanal, dann seht ihr mehr. Mir macht das Spiel so viel Freude und freue mich, wenn ihr wieder zuschaut. Euer Matti, bis zum nächsten Mal. Tschüss.